Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Tech Up. Ich habe mal ein bisschen was vorbereitet wieder. Wir haben Energy Collector, und wofür brauche ich den? Hauptsächlich eigentlich um... Ja, ich habe kein Obsidian mehr. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann. Ich hole mir das jetzt wieder in meine Listen über den künstlichen Weg. Das ist ein bisschen doof. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit meine Kisten ein bisschen entrümpelt, bis auf die, dass hier nichts mehr drin ist. Und ja, ich will jetzt mal mein Obsidian wieder haben, das regt mich so auf. Recipe Cheat Mode, Obsidian, rein, raus, Option Cheat Mode aus, danke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und ich glaube, ich brauche noch ein Stück Glas. Danke. Wenn ich jetzt das Obsidian, ging das irgendwie so, oder? Täusche ich mich da gerade? Nö, Antimatter Relay. Sehr schön, ich habe nämlich vor, ein bisschen was gegen mein Problem zu machen. Nämlich, dass ich hier Dirt und Lots und Zeugs ansammeln kann. Und Eisen sammelt sich auch schon an. Das muss ich dann auch mal dem sagen, wo das hin muss. Dazu werde ich dann ein bisschen was machen müssen. Auf jeden Fall brauche ich mal Diamanten. Ich brauche schon wieder Diamanten. Sehr, sehr ärgerlich. Ich brauche nämlich zwei Diamanten. Zwei Stück bitte. Einen zweiten Diamanten noch bitte. Bis das soweit ist, das kann dauern. Ups, Rubber kann ich ja mal extrahieren. Rubber mal da reinschmeißen. Ja, man sieht, die Erde staut sich da an. Das wird auch mit dem Cobblestone auftreten. Und das kann ich mir natürlich nicht erlauben. Die Sachen mitnehmen. Hier irgendwas Wertvolles drin. Nicht wirklich. Nicht wirklich was, was ich verwenden könnte. Oh, doch. Energy Condenser. Haben wir schon lange nicht mehr gebaut. Oder haben wir lange nicht verwendet. Diamanten. 6 Diamanten. Passt für einen Augenblick. Und dann hole ich mir mal mit meinem Kleinstar die Energie raus. Okay, passt. Oder ich kann sogar nochmal 2 Diamanten bauen. Was ich aber eigentlich brauche, ist Gold. 6. 7, 8. Passt. Jetzt brauche ich mal wieder. Habe ich noch genügend Eisen? Natürlich nicht mehr. Eisen bitte. Danke. Eisen in mein System schmeißen. Yippie. Okay, Cobblestone setzt sich auch schon an. Nö, das wird auch wieder abtransportiert. Die Dirt wird natürlich auch verbraucht im Laufe der Zeit, aber naja, dauert halt. Wo ist mein Stone Gear? Iron Gear. 2 Stück bitte. Danke. Okay. Das hat jetzt einen Moment. Ich habe jetzt mal einen kurzen Moment geschnitten, dass es ein bisschen schneller kommt. Da kommen es auch schon. Meine beiden Gears. Dann bräuchte ich 2 von denen, 4 von denen und eine Diamond Pipe. Das heißt, ich brauche nochmal ein Glas. Und es wird schon wieder Nacht. Hippie. Aber mein Dach ist schön beschützt von meinem Wolf und von meinen Solargeneratoren. Okay, Diamond Transport Pipe. Und jetzt kann ich natürlich wieder mal 2 Golden Gears machen und damit 8 Basic Logistic Pipes. Was ich mit den Basic Logistic Pipes vorhabe, ist natürlich einmal mit Redstone umrunden für 8 Stück. Okay, und dann brauche ich, habe das doch noch irgendwo, ein Stück Gold. Okay, wenn nicht, dann habe ich es halt nirgendwo. Ich dachte, ich hätte es gehabt. Dann halt nicht. 9 von denen. Papier habe ich, glaube ich, vorhin verbrannt alles. Euers in weiser Voraussicht. Was ich als erstes brauche, ist natürlich mein Logistik-Chassis. Und zwar hier. Und da drauf wird ein Antimatter-Relay sein. Ich komme jetzt hier zwar kaum hin, aber wir werden da nämlich was ganz Bestimmtes reintun. Und ich glaube, ich bin mir zwar nicht ganz sicher, ob es das ist, aber wenn ich sage Use of dem Zeugs, Gold, Golden Apple, Blank Module. 3, 6 Papier, 2 Redstone. Das ist 2 Redstone bitte. Und dann brauche ich hier draußen mal kurz ein wenig von dem Zeugs hier drüben. Man kann noch, es gibt bei Forestry auch eine Maschine, die automatisch die obersten Teile runterharvestet. Finde ich aber nicht so notwendig. 3, 2, das waren 4 Stück oder 3 Stück?
Vier Stück, stimmt. Wir hatten ja den einen vier Stück Stack hohen Dings. Deshalb dürfte das vier sein. 8 Stück genügt. Damit kann ich mein Papier 6 Stück herstellen und damit kriege ich meine Ben Blank Module. Und ich könnte natürlich noch einen Golden Apple bauen. Ich mach meinen Golden Apple, weil das so cool ist. Mampf, Mampf, Mampf. Und das Coole ist, dass man Regeneration kriegt. Ist aber relativ schwach. Okay. Use, was ich hätte, ist der. Das Item Sync Module ist einfach ein stinknormaler Provider. Das hat ein Dings von 1. Passive Supplier. Sagt man, was er brauchen soll. Immer wenn was nicht weiß, wo es hingeht, geht's da hin. Extractor macht immer, nimmt alle Items, die drin sind, alle 5 Sekunden eins raus. Polymorphic Item Sync haben wir, kennen wir ja von der Chest. Quicksort Module haben wir auch schon verwendet. Terminus Module. Ich glaube, das ist das, was ich brauche. Item Sync hat. Ich schon. Ja, genau, das sind dieselben nochmal. Ich brauche also schwarzer Farbstoff. Den habe ich vorhin ja zerschrottet. So intelligente Voraussicht. Und dann brauche ich Rot und Gelb. Rot und Gelb ist jetzt gar kein Problem. Danke. Oder, nein, ich brauche lila Farbstoff. Dazu brauche ich Lapis. Okay. Akzeptiert. Dann brauche ich irgendwo mal einen Squid, bitte. Einen Squid, der mir 3 droppt, oder zwei Squids mit einem, ist mir egal. Das eine kostet halt mehr Energie als das andere. Stimmt, ich muss ja dran denken, meinen Nanosword immer wieder aufzuladen. Das Gute ist ja, dass ich inzwischen in so einen Abgrund fallen kann, ohne zu viel Schaden zu nehmen. Meine Rüstung wird ein bisschen Schaden nehmen, oder besser gesagt, ein wenig Energie verlieren, aber sonst. Ich bin immer durch das Kraftfeld von der Rüstung theoretisch super geschützt. Es sind leider keine weiterentwickelten. Mann! Warum gibt es jetzt keine schwarze Farbe mehr? Das ärgert mich jetzt. Warum habe ich die vorhin verbrannt? Ich honk. HONK. Okay, ich bin mal gespannt, ob ich jetzt welche finde. Ich zeig sowas gern, wenn ich auf der Suche bin nach irgendwas, welche einfach gern die Gegend noch zeig. Ich denke, dass wir, sobald wir soweit sind, dass wir rumfliegen können, werde ich meine Karte zeichnen. Eine Karte bauen. Und im Gegensatz zu Direwolf, der das auch letztens gemacht hat, werde ich aber vorher bereits wissen, wie man eine Karte macht. Eine Karte ist ein Kompass. Das sollte man wirklich wissen. Kompass im Grunde mit Papier. Karte. Das ist so lächerlich, wenn man das nicht weiß. Wo sind meine schönen Squids? Mann. Squids! Immer dann, wenn man sie nicht braucht, sind sie überall und wenn man sie braucht, dann sind sie nirgendwo. Das ist so nervig. So unglaublich nervtötend. Aber damit muss man sich abfinden. Ich könnte natürlich jetzt mit Industrial Craft versuchen, das hinzukriegen, dass ich da schwarze Farbe kriege, aber indem ich schwarze. Da sind sie doch! Hallo! Stimmt, ich musste dran denken, dass ich auch nicht. Dass ich keinen Nanosuit. Keinen Dingsuit trage. Ah, das geht unter Wasser nicht. Sehr schön, danke. Und ich muss mich ranhalten. Das war knapp. Oh, ja, ich verbrauche natürlich inzwischen Energie, weil ich ja kein Backpack und nichts mehr anhab. Okay. Jetzt habe ich alles, was ich brauche, glaube ich. Lila ist rot und Dings. Das dürfte ja passen. Rot bitte. Dann bräuchte ich einmal Lapis Lazuli. Quester Tool bitte. Lapis Lazulis. Wo habe ich ein Lapis-Stück? Da. Das hat mir ziemlich lang gut gedient, die Stelle hier. Wirklich gut gedient. Und wo bleibt mein Lapis-Stück? Einmal Lapis, bitte. Mit extra viel Geschmack. Rot. Und das sind lila Farbstoff. Lila Farbstoff, schwarzer Farbstoff. Habe ich beides. Und dann brauche ich ein Iron Gear. Einmal Iron Gear bitte. Das Gute ist, dass ich Stein und Holz inzwischen ja automatisch supplyen kann. Und dann fehlt mir dann noch was. Redstone. 3 Stücke Redstone bitte. Und dann passt es. Boah. Ja, stimmt, ich sollte das nicht bewegen, während ich mein Mikrofon in der Hand habe. Genauso wenig, wie ich das Mikrofon anfassen sollte.
Wo habe ich denn, habe ich jetzt alles, was ich brauche? Ich denke schon. Also, Item Module 1 zu 3. Das hier oben hin. Das hier und das hier. Terminus. Ich glaube, dass das wirklich das war, wo ich haben wollte. Da muss ich jetzt mal schauen, ob es das wirklich ist. Terminus. Terminated Items. Was ich dafür brauche, sind Erde zum Beispiel. Bitte einmal hier. Erde. Ich glaube, wenn der jetzt keinen Zielort mehr für Erde hat, wird es automatisch hier reingehauen, genau in den Relay. Und der verbrennt es einfach. Und das gleiche werde ich natürlich auch mit Cobblestone machen. Der hat eine geringere Priorität. Das ist eigentlich wirklich für automatisiertes Entfernen von Gegenständen da. Terminated. Das ist nicht ganz grundlos, dass es Terminus heißt. Aber man kriegt auch wirklich. Ich weiß noch nicht, ob ich da ein Einzel-Relay lassen kann oder nicht. Und dann brauche ich mal mein Eisenerz. Ich habe ja. Stimmt, ich bräuchte jetzt eigentlich. Ich bräuchte eigentlich noch mal eine Kiste. Habe ich irgendwo eine Kiste frei für so Zeugs? Misc Junk, da tue ich die Sachen rein, genau. Gold mal rein. Farbe tue ich aber in den hier. Redstone, das Zeugs, das Zeugs. Das Zeugs hier rein. Oh, ich habe für Marble noch keinen Ort gesagt. Red Power bitte. Das ist so angenehm. Jetzt hab ich keinen Überschuss mehr. Da werde ich auch später hingehen, dass ich da so ziemlich alles reinhau, was ich noch brauche, was ich nicht mehr brauchen kann. Okay, Diamanten. Dann habe ich noch Diamond Pipes und Ding Pipes. Beide da reinschmeißen. Dann. Ach ja, stimmt, ich habe eben da Diamanten reingeschmissen. 6 Diamanten habe ich schon. Jetzt habe ich noch ein Stück Schwarz übrig. Wollte ich das nicht auch in mein System irgendwo hineindonnern? Dort zum Beispiel. Da kommt wieder Sand rein. Sand hat ja einen Bestimmungsort. Sand und Gravel muss ich auch mal dort dem beibringen. Die ganzen Sachen, die halt standardmäßig in Massen produziert werden. Wusste ich doch, dass es das Terminus war. Vor allem das Gute ist, erst wird die gefüllt hier. Und nur wenn die voll ist, wird der zusätzliche Dirt verbrannt. Und irgendwann hat man hier halt dann ein bisschen Energie drin, die man einfach mal irgendwann draufklickt, fertig, gedrained. Ist nicht viel, aber man hat keinen Überschuss. Und man hat auch immer einen gewissen Vorrat wenigstens. Das ist noch immer viel, viel zu langsam. Das müssen wir noch ein bisschen boosten. Ich habe mein Zeug schon wieder nicht mehr in der Hand. Habe ich noch irgendwas bauen wollen unbedingt? Ich glaube nicht. Ah, stimmt. Ich wollte mal wieder ein bisschen was mit meinen Bienen machen. 44 von denen. Und ich wollte nachschauen, wie das Symbol, die Symbolik zu deuten ist. Ich habe es natürlich wieder vergessen. Naja. Misc Junk. Dann muss ich mal das rausnehmen, dass ich das verarbeiten kann. Später werde ich da mal das so reintun, dass es automatisch das macht. Dann wird es extrahiert. Automatisch in sowas reingeschmissen. Und dann automatisch wieder ins System hineinsortiert. Und jetzt haben wir im Moment noch, wird noch alles abgebaut. Es wird schon wieder Nacht. Das war ja klar. Das ist ja schließlich immer Nacht, wenn man irgendwas aufnimmt. Das ist typisch, da muss man sich dran gewöhnen. Ich habe immer noch nicht genug Uran für das, was ich eigentlich gern hätte. Das heißt, ich würde fast sagen, wir gehen mal Uran suchen. Ein Stück Uran, bitte. Das sollte nicht. Kein großes Problem sein, ja doch. Ja, und ich muss unbedingt mal ein bisschen Dark Matter produzieren. Aber dazu müsste ich Red Matter produzieren, damit ich das krieg, was ich. Ja, ich werde das erstmal Red Matter produzieren. Weil Red Matter genau das macht, was ich gern hätte. Nämlich, verdammt, 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 nachdenken, nachdenken. Wie heißt's denn? Red Matter brauche ich genau für meine Relays. Nein, nicht für meine Relays, da habe ich es ja schon. Für mein anderes Teil, für meine Generatoren. Hey Zombie, du kannst mir nix. So, deshalb habe ich das haben wollen, damit ich nicht so einfach draufgehen kann. Und wenn ich den umschalten könnte, den Modus, muss ich mal schauen, dass ich das hinkrieg.
Danke für dieses schöne Material, das nirgendwo aufgetaucht ist. Aus genau dem Grund habe ich da meine, habe ich meinen Anzug inzwischen an. Ansonsten wäre ich jetzt nämlich ziemlich tot. Und das wäre mal wieder typisch ich gewesen. Das ist Silber, oder? Lass ich jetzt aber da. Ich will ja eigentlich nur eine bestimmte Sache herstellen. Warum ich das noch nicht früher gemacht habe, fragt mich das nicht. Ich werde jetzt mal nach oben gehen. Ah, essen. Ich muss ja wieder immer noch schauen, dass ich die Sachen relativ in einem Rahmen halt von der Zeit her. Ich neige dazu, schnell mal anderthalb Stunden Parts zu machen. Und dann dauert das Rennen ewig, die Dateien werden gigantisch und es dauert ho ewig zum Hochladen. Und ja, das 3 GB sind dann schon etwas groß. Wie sieht's denn hier aus? Yippie, ich kann wieder einen Diamanten herstellen oder zwei. Zwei Diamanten. Das Zinn tue ich jetzt trotzdem mal einfach da reinschmeißen und umwandeln, auch wenn es mir nicht viel bringt. Und dann meinen Uran. Hahaha, und weißt du, was ich damit anstellen will? Nichts Besonderes eigentlich. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Was immer passiert, wenn man es in der Mitte tut? Uraniumblock. Ich fand nämlich das Teil hier einfach zu hässlich. Okay. Das war nicht ganz so das, wie ich das haben wollte. Ich bin einfach viel, viel. Das ist so nervig, dass das Teil so wahnsinnsmächtig ist. Das ist mir jetzt aber wurscht. Ich kann ja jederzeit einfach zurückändern. Ich wollte nur den Holzblock eigentlich mir sparen. Ich habe jetzt eben schon gedacht, hä, wo kommt denn das Vieh her? Und dann war da nichts. Okay, ich dachte, das wäre ein Chicken drin gewesen bei uns in der Basis. Wie sieht's hier aus? Wenn ich das Zeugs hier da reindampfe, sollte das ja funktionieren. Und das auch. Wird das auch abtransportiert? Bin ich mal gespannt. Oh, ich habe weder Holz noch Dings. Okay. Holz rein, verfaultes Fleisch rein. Wahnsinn, dass ich sowas wieder vergessen habe. Auf jeden Fall kriegt man hier garantiert, das ist garantiert harmlos, das bei sich daheim hier rumzuhaben. Und ich würde auch auf jeden Fall empfehlen, dass man das immer so einen Uranblock schön radioaktiv als Nachtisch zu verwenden. Haha. Das ist, also was gibt's denn Schöneres? An Mutationen. Also das ist garantiert relativ zügig tödlich. Hey Spinne, wo bist du? Spinne? Du spinnst aber auch. Da eine Spinne? Wahnsinn. Was die Spinnen immer denken. Die müssen einfach spinnen. Wo sollen sie sonst ihren Tageslohn verdienen, wenn sie niemals spinnen würden? Auch wenn sie die ganzen Webs nicht brauchen, die Cobwebs. Bis jetzt haben wir erst einmal einen unterirdischen Mining-Shaft gefunden. Aber das kommt schon noch. Stimmt, ich habe ja vor, was Bestimmtes zu machen in demnächst. Sobald ich ein bisschen mehr farbige Wolle habe. Ich weiß nicht, ob wir das. Ob das. Nein, ich werde dafür unterirdisch was anbauen müssen. Weil überirdisch sieht es. Ist. Man kann es nicht als Kunst bezeichnen. Nicht sonderlich, aber es ist. Wird garantiert lustig sein. Wir werden was in die. Weil ich will es nicht einfach in die Gegend reinpflanzen. Wenn man anschaut, die Sachen haben so wenig Schaden genommen, dass man es nicht mehr gesehen hat. Stimmt, ich könnte ja jetzt mal versuchen, Mycelium herzustellen und ein bisschen was für Pilze zu tun. Weil wir, die sind hier so arm und traurig, die Pilze. Das kann ich nicht ertragen, deshalb brauche ich einen Fermenter. Haben wir nicht sowas schon mal gebaut? Fragt ihr mich jetzt, oder? Das hier? Oh, mir sind die Saplings ausgegangen. Upsi. Ich würde fast sagen, dass wir das jetzt endlich mal endgültig beheben, das Problem, indem wir uns einmal bitte. Das Doofe ist, dass ich dann doch nochmal da noch ein Basic-Logistik-Dings brauche. Das ist doof. Das will ich eigentlich nicht. Dann fühle ich es doch so ein bisschen komisch rum. Na, doch, passt doch sogar. Jetzt brauche ich nur mal kurz meine Pipes. Und dann. Ich request jetzt schnell hier zwei von denen.
und 4 von denen. Das dürfte passen. Ich bin mal gespannt, wann wir die ersten richtig guten Ressourcen kriegen. Bis jetzt kriegen wir ja nur Eisen gelegentlich. Bis jetzt erst 2 Stücke. Wow, gleich so viel. Oh, und ich brauche natürlich hier mal. Ich hole jetzt mal 31 Stück. Oder ist lieber eins mehr, dass wir eine schönere Nummer haben. Supplier. 2 Stück bitte. Oh, ich hatte schon eine Stone Transport Pipe. Ah, okay. Das dürfte sogar theoretisch ausreichen. Was ich vorhab, ist nämlich, dass ich hier Supplier und eine Supplier nehme. Wenn, was ich jetzt hier gern hätte, wäre, dass ich mal das Piet rausnehme und dem sage, hey, du, 5 Piet bitte. Und das tue ich dann natürlich wieder rein und dort werde ich sagen, dass der mir Fertilizer liefert. 1, 2, 3, 4, 5 immer drin behält. Und sortiert er es jetzt schon richtig, ja. Jetzt muss ich nur irgendwie wieder da reinkommen. Und am besten mein System wieder zumachen. Ja, das mache ich wann anders. Da gehe ich mal hier rein. Ich brauche nämlich noch Saplings. Wo haben wir denn welche? Wir haben nur so wenig Saplings bis jetzt? Das ist ja wahnsinnig wenig. Das ist komisch. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Aber kann ich nichts mehr dran ändern. Ja, von mir aus lasse ich da auch 21 drin. Das ist vollkommen egal. Warum produzieren die so wenig Holz für mich? Normalerweise sollte da deutlich mehr von dem Zeugs eintrudeln. Wie sieht es hier drin aus? Einmal Erde drin. Und das wird natürlich weitergeleitet oder verbrannt. Die Pipes kann ich gleich mal wieder wegschmeißen, da ich sie dummerweise angefordert habe, ohne dass ich sie brauche. Aufräumen, aufräumen, aufräumen und aufräumen. Jetzt brauche ich Cobblestones. Die habe ich ja hier zum Glück alle. Ich finde das so super angenehm. Das Ganze hier mit dem Transmutieren. Ich müsste hier unbedingt was ganz Bestimmtes holen. Das mache ich deshalb auch. Da ist es ein bisschen offen. Das heißt, ich muss unbedingt sowas hier herstellen. Sobald ich genügend EMC habe. Okay. Jetzt kann ich die nämlich wieder platzieren. Weil ich kann es nicht leiden, wenn irgendwelche wertvollen Maschinen von mir mit recht hoher Wahrscheinlichkeit noch angegriffen werden können. Und ja. So kann ich mir das halt ein bisschen leichter machen. Okay, wie sieht es hier drin aus? 24.000, das heißt, ich habe meine Diamanten, die ich eben eingesetzt habe, schon wieder raus. 9 Diamanten, sehr schön. Einen Block aus Diamant. Habe ich noch? Ja, hier habe ich auch sowas. Eternales Fuel. Das brauche ich noch massenhaft. Das heißt, ich lagere das mal kurz da wieder ein. Wie jedes Mal. Und dann wollen wir nochmal hier. Stimmt, ich wollte ja was für Mycelium tun. Mycelium wird ganz einfach produziert. Warum produziert der jetzt nichts mehr? Ach doch, passt schon. Der hat produziert nichts mehr und es fließt gerade was rüber. Und der ist hier auch schon fast wieder am Umproduzieren. Bald hat er wieder einen Stoß und dann wird das hier wieder aufgefüllt. Ich freue mich schon, wenn das voll ist. Dann muss ich mal schauen. Ich glaube, die Maschinen gehen automatisch aus, wenn sie nichts. Nee, naja, sie gehen aus, aber das nützt nicht viel. Der ist gepowert. In dem Moment, wo ich es hingeplatziert habe, hat es übrigens eine Welle gegeben. Die haben wir nicht gesehen. Die macht nochmal extra Zeugs. Viertausend ist viel zu wenig. Stimmt, ich habe ja gesagt, ich würde Mycelium produzieren. Mycelium zu produzieren geht, wenn ich einen Fermenter habe. Und der Fermenter heißt Bronze und es dauert eine Maschine mit Bronze Gears. Okay. 4. Und dann brauche ich durch 1, 2, 3, 4 mal das und dann noch 2 mal für eine Sturdy Machine. Und 4 Glas. Ich finde es das gut, dass wir im Moment wenigstens ein paar Logistik-Pipes haben.
Darf ich hier mal die Bronze-Gears nehmen? Eins. Kommt, habe ich jetzt alles, was ich brauche? 2, 3, 4. Sturdy Machine. Und den Fermenter haben wir schon mal gebaut. Jetzt brauche ich Kupfer-Gears. Okay. 4 Stück bitte und 4 von denen. Und das kann ich dann schon mal hier reintun. Das ist cool, dass ich die Kupfer-Gears da drin habe. Das macht es angenehm. Jedes Gear, das man drin hat, jedes Zahnrad, sollte ich vielleicht sagen, nicht Gear. Und 4. Danke. Nicht der Project Table, sondern hier das Teil. 3, 4. 1, 2, 3, 4. Gib den Moistener. Sehr schön. Was braucht der? Jede Menge Zeugs. Es ist. Moment, was habe ich eben gehabt? Ich bräuchte fast mal 4 Redstone Engines, würde ich sagen. Passt. 2 Redstone Torches. Passt. Eisen. 3 Stück. 2 von denen. Dann brauche ich Iron Gear. Eins. Und wenn ich mich nicht täusche, nochmal 6 von denen. Und 8 von denen. Jeder, der mich schon mal ein paar Mal Sachen hat bauen sehen, weiß, was ich genau baue. Und die 3. Alles schön ordentlich auf einer Stelle. Habe ich jetzt alles? Meine Eisenspitzhacke. Mein Redstone fehlt mir noch. Das heißt, ich habe vergessen, einmal Redstone anzufordern. Währenddessen kann ich immer was essen. Und ich muss mich um meine Bienen kümmern. Demnächst. Aber wie gesagt, das wollte ich eigentlich off-camera machen, weil da eigentlich ziemlich selten was rauskommt. Ah, mein Redstone ist da. Sehr gut. Redstone. Das Teil. Das Teil. Eisenumrandung. Mining Well. Ein normaler Mining Well kann man natürlich auch verwenden. Statt dem Quarry, aber es ist halt ziemlich nutzlos. Also, ich bin immer nicht sonderlich der große Fan davon. Aber es gibt bestimmt Leute, die es brauchen können. Was ich bauen will, ist als erstes mal eine dunkle Kammer des Bösen. Okay. Das war jetzt fast ein bisschen übertrieben. Noch ein bisschen tiefer, würde ich fast sagen. Das ist eins zu tief. Das brauche ich nicht. Einmal Erde nehmen. Okay, wenn ich jetzt hier rüber gehe, dann brauche ich hier mal wieder meine Ausführung von meinem Wasserwell-Dings-Kirchens. Ich bräuchte wirklich mal. Ich habe. Einmal habe ich irgendwo. Theoretisch. Eins, zwei, drei, das bringt mir nix. Komm ich an, kann ich die nicht irgendwie umgehen? Da. Ihr lauft. Und zwar bitte genau in die Richtung, die ich euch hier anzeige. Genauso wie du in die Richtung laufen wirst. Und du. Ihr beide werdet das auch laufen. Und dann werde ich direkt drüber das andere bauen, was ich bauen will. Dazu brauche ich aber erstmal Wasser. Irgendwo dürfte ich, glaube ich, ein Bucket haben. Den habe ich aber, glaube ich, eingelagert und deshalb nützt der mir nichts, weil der als einer nichts. Ja, ich brauche eigentlich zwei Eimer mal. Theoretisch. Sonst so laufe ich halt ein paar Mal. Man tendiert dazu, wirklich Löcher in seine Wohnung zu bauen. Ich werde wahrscheinlich hier einfach meine Tür irgendwann hinbauen. Weil es einfach so viel zeitsparender ist, nach draußen zu gehen dann. Oder als jedes Mal diesen riesen Umweg zu laufen. Wir wollen Mycelium produzieren. Das wird gehen, indem wir hier runtergehen. Eins von denen bitte. Und jetzt werde ich wahrscheinlich noch zweimal laufen müssen, weil die das garantiert das aufsaugen. Mit 78%iger Wahrscheinlichkeit. Und ja, und der wird dann halt da feststacken bleiben. Genau, das habe ich gemeint. Und da ist das wieder ins Wasser gefallen.
Deshalb habe ich jetzt auch noch keinen Weg weggemacht, weil sonst wäre nämlich das Wasser wieder weg, bis ich dahin komme. Theoretisch müssten sie jetzt festgestackt sein, dadurch kein Wasser mehr entnommen werden können. Dorthin bitte und dann brauche ich einmal von da hinten, irgendwie müsste ich da dran kommen. Hier einmal Wasser. Passt. Ab jetzt kann ich natürlich dann hier das draufbauen. Und dann das hier. Ich habe natürlich den einen Fehler gemacht, den man nicht machen sollte. In der Reihenfolge muss man das machen. Der Meusner. No resources of wrong combination. Das heißt, im Moment brauchen wir noch ein paar Sachen. Und zwar Weizen, von dem wir im Moment noch fast gar nichts haben. Da muss ich mir was einfallen lassen, wie ich den krieg. Habe ich irgendwo Weizen? Ich glaube nicht. Ich glaube, den habe ich alles verballert. Habe ich irgendwo Seeds? Wahrscheinlich habe ich die alle verballert. Wheat, Wheat, Wheat. Nö, kein Weizen. Da müssen wir uns auch mal um eine Weizenfarm kümmern. Das kümmern wir uns bald, sehr bald. Aber für jetzt würde ich sagen, wir holen uns als erstes mal Samen. Danke. Und dann machen wir denselben Trick, den ich vor einer ganzen Weile mal gemacht habe. Und wir sind schon wieder out of Nahrung. Wie schnell das aber geht. Andauernd. Mein Mining Drill ist auch schon halb kaputt wieder. So, jetzt brauche ich Bone Meal. Habe ich noch Knochen irgendwo? Ich hoff's. Hier wahrscheinlich nicht. Ich denke, dass ich. Habe ich irgendwo Knochen? Ich habe noch Knochenmehl, sehr schön. Das brauche ich nämlich jetzt mal einfach, dass ich ein bisschen was herstellen kann. Dann werde ich für einen Augenblick, muss ich mal dazu sagen, einfach mal das Zeug hier generieren. Wupp, bam. Das gleiche passiert, werde ich jetzt noch ein paar Mal machen. Eigentlich brauche ich das gar nicht mal so oft machen, weil ich das ja sowieso über Equivalent Exchange für einen Augenblick löse. Weizen und mal zwei Weizen ist ein bisschen wenig. Zwei Stacks Weizen ist gut. Dann brauche ich ein paar Seeds. Ja, ein Stack Seeds dürfte ausreichen und eins nehme ich zusätzlich noch mit. Und dann werde ich die mal hier in die Kiste reintun. Das mache ich immer normal für immer, so dass ich eine Kiste, wo die wichtigsten Sachen drin sind, immer aufhebe. Okay, der Meusner braucht als Energiequelle nur Wasser. Es braucht einen dunklen Ort. Den hat es hier wahrscheinlich anscheinend noch nicht. Ja, oder weiß ich noch nicht. Hier Samen rein und dann gehört hier noch Weizen dazu. Was macht der? Der macht aus Weizen Moldy Wheat. Okay, dann werde ich hier demnächst Teleport Pipes brauchen. Denn das System will ich wirklich nicht so anbinden. Dadurch kriegt, hier kriegt man dann übrigens Mold. Wofür man das verwendet, das haben wir schon mal gesehen, zum Verbrennen. Oder für was anderes. Okay, ich glaube, man kann sogar Fertilizer daraus herstellen. Also Mold. Mulch. Okay, Mulch. Und wir haben wieder ein Propolis gekriegt zwischendurch. Okay, was wollte ich bauen? Ich brauchte doch irgendwas Wichtiges. Teleport Pipe. Ich habe nur eine einzige. Mist. Ärgerlich. Heißt, ich brauche Diamanten. Diamanten bitte. Aber ich müsste fast mal ein bisschen Power holen. So, drei, vier. Okay, ich schieb das auf. Diamantblock rein, das Zeugs. So. Bitte das Zeugs rein, danke. Jetzt brauche ich einfach mal Diamanten. 13 Stück sind mehr als ich brauche. Ich brauche eigentlich nur 8 Stück. Jetzt brauche ich nur ein bisschen Gold. 8 Gold, sehr schön. Und jetzt kann ich das gleiche mal wieder anfordern. Eisen habe ich nicht mehr. Doch, habe ich noch genug. Zwei Eisen Gears, bitte. Dann brauche ich einmal Glas. Komme ich da hin? Ja. Im Moment ist es ja Schmarrn. Halbieren, halbieren, halbieren. Danke. Iron Gears in die Mitte.
Das gleiche nochmal mit den Diamanten. Wir wissen ja, wie Diamond Pipes gehen. Und dann brauche ich nochmal eine Logistik Pipe, mindestens. Die zweite werde ich, weiß ich noch nicht, wo ich die brauche. 1, 2 und 3. Item Teleport Pipe. Wo werde ich denn das anbauen? Ich denke, ich werde es wieder da anbauen, wo ich ursprünglich geplant hatte. Hier. 1, can receive. Oh, 2, can receive true. 1 habe ich schon verwendet, stimmt. Oh, hier muss ich mal was machen, dass das mal ein bisschen sinnvoller geschützt ist. Inzwischen dürfte unser Multiweed schon deutlich aufgebraucht worden sein. Das passt. Jetzt darf ich doch bestimmt. Bin ich jetzt erschrocken? Ich habe irgendein Geräusch gehört und dachte, es wäre ein Zischen von einem Creeper. Aber anscheinend war es nur eine Spinne, die irgendwo auf dem Dach rumtobt. Da ist eine Wax-Capsule, die keinen wirklichen Bestimmungsort hat. Wundert mich jetzt. Eigentlich sollten die doch einen Ort haben, oder? Habe ich die nirgendwo hingeplatziert? Gut, ich kann schon fast nicht mehr laufen, weil es wieder dumm wird. Naja. Ja, soweit wir das System hier haben, wir werden jetzt schon mal sehen, was haben sie bis jetzt produziert. Jede Menge Multiweed und 3 Mycelium. Von dem werden wir massenhaft brauchen. Das Zeugs wird es herstellen. Ich werde dem jetzt sagen. Soll ich dem sagen, dass ich das Supply haben will? Samen und Weizen? Nein, ich mache das anders. Haha, das geht ganz anders. Hier habe ich ja inzwischen geschützt irgendwo. Ich brauche einmal. Nö, Crafting will ich eigentlich. Ja, okay, ich tue doch einen Supplier nehmen. Nein, ich brauche 2 Glowstone. Danke. Dann brauche ich eine Basic Logistic Pipe, die ich ja schon habe. Basic Logistic, 2 Glowstone dran. Leuchtsteinstaub meine ich. Okay. Die Kombination hier wird mir sagen, was ich herstellen kann. Dazu brauche ich lediglich 2 Sachen. Ich werde dem sagen, du kannst aus Weizen. Kann ich das aufgraben? Hier, der hier geht mal bitte auf. 2 can receive true. Und ich brauche hier mal einen Weizen. Und ein Stück Mycelium sowie einen Samen. Ich sag jetzt, Mycelium kriegst du, wenn du Samen und Weizen kombinierst. Okay, dann werde ich aber mal das Zeug hier rausnehmen. Ja, oder doch, die Sa Nö, Sa ich nehme alles mal raus. Oder ich lasse den doch decayen, das ist ja wurscht. Na, ja, okay. Ich tue jetzt das restliche Decayed Weed da noch verarbeiten lassen. Ich glaube, dann könnte ich noch auf ein Mycelium kommen. Und jetzt dürfte ich Mycelium anfordern können, sobald ich Weizen habe. Weizen habe ich noch nicht in der Produktion. Darum werden wir uns aber jetzt beim nächsten Mal kümmern. Ist hier was drin, was wichtig ist, was mich stört? Nö. Ich kann jetzt Mycelium anfordern. Oder Myzel. Okay. Mycelium, genau. He für mich heißt es immer Mycelium, aber wie auch immer. Man kann es natürlich auch herstellen über anderes Zeugs, aber das finde ich nicht sinnvoll. Also ich finde es cool mit der Forestry Machinery. Machinery. Okay. Oh, ich habe noch. Was ist das? Alles normales. Moldy Wheat. Yeah. Das heißt, ich muss das auch alles mal verarbeiten irgendwann. Doof, dass ich das nicht hab. Stimmt, das hat ja 2 Outputs. Manch wird ja auch produziert. Das ist halt das, wo ich gelegentlich mal aufräumen muss dann. Man sieht schon, das ist deutlich langsamer in der Produktion von dem Zeugs, als wenn ich da noch das Weizen vorhin hatte. Deshalb warte ich jetzt mal, bis es abgelaufen ist. Hier hat man eine 100% sichere Quelle für Milch. Den nehme ich mit. Das nehme ich mit. Das nehme ich raus. Okay, oder vielleicht sollte ich doch. Nö, ich lasse es. Ich denke, theoretisch sind Forestry-Maschinen intelligent genug, die Sachen rauszufiltern. Ich will das jetzt ausprobieren. Das Decayed Weed ist halt ein bisschen doof, dass ich das im Moment hier drin habe.
Ich hätte jetzt gerne mal ein Myzel. Das sollte mir theoretisch in meinen Teleporter Weizen und Samen platzieren. Oh, aber ich glaube, ich brauche mehr Weizen. Als Samen. Okay, das funktioniert nicht mit einer Crafting-Logistik-Pipe. Da muss ich doch eine Supplier bauen. Ach wo, das werde ich automatisieren. Da sage ich dann einfach Provider. Genau, das mache ich andersrum. Dann brauche ich, hole ich mir mal eine meiner Provider-Pipes. Ja, die dürfte ich ja auch noch irgendwo in meinem System drin haben. Provider, danke. Und eine Supplier, bitte. Das dürfte funktionieren. Dann bräuchte ich ein Basic Logistic Gate. Okay, Provider und Supplier, bitte, danke. Wofür brauche ich jetzt so viele verschiedene Gates? Das werdet ihr gleich sehen, sobald ich wieder unten bin. Ich werde dem nämlich sagen, hey, du produzierst mir jetzt was. Dazu brauche ich als erstes mal ein Basic Logistic Pipe Gate, das ich natürlich oben habe liegen lassen, weil ich zu schnell war. Weil ich muss das insgesamt eins noch nach oben bringen. Das heißt, ich werde eine Teleport Pipe haben. Wo habe ich denn das Zeugs jetzt? Hier liegen lassen, genau. Jetzt bräuchte ich. Habe ich den Wheat? Nö, ich brauche jetzt einmal Samen, einmal Wheat. Warum habe ich die jetzt ausgetauscht? Keine Ahnung. Weizen und Samen. Einen Samen. Das passt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das so funktioniert. Das weiß ich wirklich nicht. Ich glaube aber, dass ich das. Nö, ich glaube nicht, dass ich das richtig automatisieren kann. Mal schauen. Mal schauen. Ich sag dem hier, die Teleportpipe muss mal weg und nach oben. Genau so tief, wie ich sein wollte. Wenn ich hier aufmache, bin ich wahrscheinlich ganz oben. Okay, jetzt tue ich mal hier sagen, 2 can receive true. Da kommt eine Basic Logistic Pipe hin. Dann brauche ich meinen Requester bitte. Dann bräuchte ich bitte 2 normale Pipes. Das war jetzt das, wo ich jetzt dann als sinnvoll erachte, dass ich das mal rüberhole. Bitte, bitte, komm her. Komm zu mir, bitte. Ah, das ist so angenehm. Okay, das hat er da reingelegt gehabt. Eins und zwei. Dann mache ich hier natürlich mal ein bisschen auf. Und sag dem, hey, auf der einen Seite ist ein Supplier, auf der anderen Seite ein Provider. Du providest Weizen und Seeds. Aber vielleicht 5 Stück von jedem. Und dann schmeiße ich das hier wieder rein. Theoretisch sollte der jetzt automatisch Samen und so Zeugs produzieren. Oh, das geht natürlich nicht. Ah, doch, natürlich geht das so. Ich habe nur eine kleine Option vergessen. Der provided nur den hier bitte. Alles, was nicht Mycelium ist, wird nicht supplied, bitte. Und jetzt sollte das auch funktionieren. Oh, und mach ich. Die beiden Sachen sollen provided werden. Damit kriege ich nämlich hier immer meine 5 Samen drin und jetzt dürfte es funktionieren. Und wisst ihr, warum ich das so gebaut habe? Das Zeug läuft am schnellsten, wenn es absolut finster ist. Und deshalb ist es jetzt so. Deshalb habe ich das gebaut. In der Form, wie ich es haben wollte. Damit brauche ich nämlich da nie wieder hin. Und umwechseln, umwechseln, umwechseln. Danke. Jetzt kann ich in meinem System einfach sagen, hey, ich bräuchte bitte mal ein bisschen Mycelium. Und dann ist halt das eine weg und dann ist es da. Danke. Myzel habe ich jetzt. Okay. Sehr angenehm, sehr, sehr angenehm. Myzel ist übrigens nichts wert.
Ich wollte es nur zeigen. Mulch. Auch nicht wirklich. Und dann muss ich mich mal. Und dann würde ich fast sagen, wir sind hier fertig für den Part. Und deshalb würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Part wieder, wenn wir wieder was Cooles machen. Und wahrscheinlich wird das sein. Was wird denn das sein? Ich schätze ja natürlich die Weizenproduktion. Also bis dahin wünsche ich viel Spaß. Ja, Leute. Und wenn es euch gefallen hat, gebt doch einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, Daumen runter. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ja, Leute.